Dienstag, 13 Uhr. Okay. Was sehen wir denn da? Nicht Fledermaus. denken, Ethan. Sagen Sie, was Ihnen in den Kopf kommt. Ja, ich wollte erstmal gucken. Fledermaus. Fledermaus. Uff. Ein Fuchs. Und damit erstmal herzlich willkommen zu Heavy Rain, davon mal abgesehen. Zwei Gesichter nebeneinander. Der Tod. 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 Okay. Ein bisschen seltsam hier. Aber was das jetzt zu bedeuten hat, weiß ich Hier sind nicht. die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Jasons Okay. Tod ist meine Schuld. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie können sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Er macht sich sehr leicht, ne? Wie geht es Sean? Okay. Ich weiß, er ist enttäuscht von mir. Ich bin nicht mehr der Vater, der ich einmal war. Er ist ein guter Junge. Er verdient was Besseres. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Ja, deprimiert, betäubt, das glaube ich am besten. Ich fühle mich irgendwie wie betäubt, als ob es nicht real wäre. Manchmal sage ich mir, das ist alles nur ein Albtraum und ich werde gleich aufwachen. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Boah, das ist so krank, ne? Nee, jetzt kann ich es wieder nicht richtig lesen. Blackouts. Ich habe manchmal diese Blackouts. Ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht, was ich gerade tue. Das Bewusstsein kommt wieder, aber erst später. Aber dann bin ich woanders. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Kann das mit dem Unfall zusammenhängen? Sie hatten eine Gehirnerschütterung und lagen 6 Monate im Koma. Die Auswirkungen solch eines Schocks auf das Gehirn sind nicht bekannt. 6 Monate also. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Das erklärt zumindest, warum die Frau und er sich Sie so hatten Glück, auseinandergelegt haben. Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Okay. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Ich mag Ethan, der hat eine sehr angenehme Persönlichkeit. Ist einfach so. Ja, je nachdem, wie man natürlich antwortet, aber 16 Uhr und 25,04 Millimeter. So, quatschen wir mal ein bisschen mit Sean. Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Okay. Scheint immer noch nicht so gut drauf zu sein. Ist irgendetwas schon? Nein, mir geht's gut. Dafür verhältst du dich aber ziemlich komisch. Wie war's denn heute so in der Schule? Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Das tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Willst du was essen? Okay. Stehen wir mal auf. Hat ja keinen Sinn, mit ihm zu reden. Und gucken uns mal ein bisschen um. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja. Ja, kriegt er das Kind doch ein bisschen motiviert. Das finde ich schön.
Ja, komm, setz dich, kleiner Mann. Wir spielen jetzt erstmal ein bisschen. Auch wieder so eine schöne Szene, die ich sehr, sehr, sehr mag. So. Auch eine Trophäe komm, mit einem Dad, Spiel, glaube ich. Lass mich fliegen. Ja, mache ich. Hui. Hui. Mein Gott. Ja, ich glaube... Ich weiß nicht, ob man in den Alter jetzt noch unbedingt wippt, aber ich glaube... Nein, Dad, du machst das nicht richtig. Ey. Du musst dich rechtzeitig abstoßen. Ganz ruhig. Ich denke mal, dass er von seiner Psyche überhaupt noch gar nicht so weit ist, weil er den Tod seines Bruders noch gar nicht richtig verarbeitet hat. Deswegen finde ich die Charaktere eigentlich schon ziemlich gut geschrieben. Haben zwar ihre Schwächen, aber... Macht schon Spaß, dir zuzugucken. Da, ist doch schön, wenn das Kind mal lachen kann, ne? So, wo können wir denn noch spielen? Na, rutschen ist nicht so langweilig. Übrigens finde ich das sehr schön, wie die anderen Kinder am Spielen lassen. Ist schön gemacht, ich mag es einfach. Ich mag es einfach sehr, sehr, sehr gerne. So, dann wird jetzt mal geschaukelt. So. Willst du auf die Schaukel gehen? Ich schub's an. Okay. Okay. Dann komm her. Dann schaukeln wir mal eine kleine Runde. So. Kleiner Mann. So, dann schieben wir ihn mal ein bisschen an. Und ja, kann vielleicht sein, dass die viele Leute jetzt gerade... diese Szenen langweilig finden, aber ich mag das. Das macht du schaffst dich ja gar nicht an. Ja, die Fresse. das sind diese Szenen, die ich eigentlich besonders sehr gerne an diesem Spiel mag. So, komm. Diesmal mal richtig. Mann! So, jetzt reicht's mir aber. Warum hörst du auf? Sorry, ich muss mal den Controller hier entkabeln. Vielleicht funktioniert's jetzt mal besser. Irgendwie reagiert er gerade nicht so richtig darauf, wie ich das möchte. So, los geht's. So. Los, Dad! So jetzt schnell bin wie ich du hier kannst. Richtig am Schwingen. Ich glaube, das hört man, wenn mein Controller so schlecht reagiert. Schaukel, Junge. Schaukel! Schaukel, wie du noch nie geschaukelt bist. Und. Ich hab Spaß. Komm. Nö, jetzt hast du mir aber zu viel Spaß. Jetzt ist aber hier mal Feierabend, oder? Spring mal ab. Auf zu lachen. Ist nicht witzig. Voll gemein. Das war cool. Naja, immerhin hat der Kleine mal ein bisschen Spaß. Muss auch mal von diesem komischen, tristen Alltag wegkommen. Ich hole jetzt erstmal was zu essen. So, was könnte ich ihn denn holen? Was gibt's denn hier Schönes? Hi. Ein Päckchen Kaugummi mit Erdbeergeschmack, bitte. Danke. Danke, Mann. Hey, ich habe ein paar Kaugummis. Ich hasse Erdbeeren. Oh. Vielen Dank. War trotzdem nett von dir. So, scheint die Entwicklung wohl ein bisschen besser geworden zu sein. Ich hätte wissen müssen, dass er Erdbeeren nicht mag. Ich kenne meinen Sohn nicht mehr. Ja, genau. Der Himmel zieht sich zu. Es regnet bald. Ich finde etwas anderes für uns beide. Vielleicht eine Fahrt im Drehkarussell? Er hatte einen Bumerang in der Tasche. Ich konnte früher ganz gut damit umgehen. So, ich würde sagen... Ja, komm, wir gehen jetzt aber trotzdem. Sieht ganz nach Regen aus. Wir sollten gehen. Okay. So, dann hauen wir mal ab. Weißt du, manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Ich auch schon. Ich auch. Schon mal gut, dass sich das Kind ein bisschen öffnet. So, dann gehen wir mal, kleiner junger Mann. So, Gedanken haben wir im Moment keine. Dann hauen wir mal mit ihm ab. Ah, ist schon krass, wenn man mal überlegt. Seinen Bruder verloren, er hat seinen Sohn verloren. Ich möchte mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Ich glaube, das ist in 2 Jahren einfach noch nicht abgearbeitet. Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich?
klar. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Ich glaube, die Karte gab's auch da, oder? Ah, natürlich fängt es an zu regnen. Hast du die Karte? Nee, du hast keine Karte. Wer hat denn die Karte für mich? Ach so. Das macht natürlich mehr Sinn, wenn der Typ die verkauft in seinem komischen Ding. Na, alles klar? Einmal. $1. Halsabschneider. So. Dann fangen wir an zu fahren. Ach ja. Wollen gleich mal nach Hause, ne? Wieder ein Blackout. Wow. Scheiße. Okay. Was machen wir hier? Okay, wieder an der gleichen Straße wie letztes Mal. Aber warum? Sean? Sean! Okay, wir rennen mal lieber los. Sean! Scheiße. Lauf, lauf. Wo ist er? Schon wieder dieser komische Blackout. Okay, Kinder spielen hier keine mehr. Sean? Sean! Okay, gucken wir mal, ob hier noch jemand arbeitet. Sean! Okay, das war der letzte Platz, wo wir ihn gesehen haben. Alter, wo bist du? Okay, rennen wir mal schnell nach Hause. Okay. Sean! Okay, hier ist keiner. Er ist hier. Er muss hier irgendwo sein. Ich finde ihn. Sean! Okay, in seinem Zimmer ist er auch nicht. Scheiße. Kann er sein? Wieder. Sean! Haben wir eine Origami-Figur in der Tasche? Fickte Scheiße. Schon ein ziemlich krasses Kapitel. Mal schauen, wie es mit Jordan weitergeht. Brauchst du gar nicht so skeptisch gucken, Kollege. Brauchst du gar nicht so skeptisch gucken. Sind die Ladezeiten heute so lang? Ich weiß jetzt nämlich gerade nicht, welches Kapitel kommt. Ah, okay, wir sind Dienstag 19.55 Uhr, 33,68 mm. So, wen haben wir da? Okay. Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Okay, was ist denn jetzt gerade los? Erstmal die Formalitäten, dann kann ich die richtige Arbeit erledigen. Das ist eine gute Idee. Ist mir langweilig. Ich hasse es, nichts zu tun zu haben. Perry? Ich muss Captain Perry treffen. Befehl ist Befehl. Ich hasse diese interne Politik-Scheiße. Sehr gut. Ein bisschen ARI-Zeit wäre jetzt nicht schlecht. Könnten wir theoretisch machen, ne? Egal. Spielen wir mal ein bisschen mit der Brille rum und gucken mal, was wir so machen können. So. Ja, genau. Sowas braucht man natürlich auch.
Wie geil ist das denn bitte? Hallo? Komm, wirf. Und nochmal. Jawohl. Und nochmal. Das ist super. Ja, da würde ich auch schon mich schräg angucken. Okay. Ich denke mal, dann können wir jetzt auch rein, oder? So, dann sagen wir mal Hallo. Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute okay. ab. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Grüß dich. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Alles ich klar. wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, es passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Die sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, heute Morgen. Er hat so seine Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Ich glaube schon. Komischer Moment gerade. Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killer-Fall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Kapier das einer. Dann kriegt die Presse Wind davon und wir sind der Mittelpunkt der Welt. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir. Alles andere geht mich nichts an. Okay. Ein bisschen arrogant, nein. oder? Nein. Natürlich nicht. Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren. Auf einem Silbertablett. Nicht schlecht. Sehr schön. So. Gehen Sie zu Charlene. Sie zeigt Ihnen ihr Büro. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Willkommen im Club, Jaden. Ich würde sagen, das machen wir dann auch mal. So, Charlene, wo bist du? Das war, glaube ich, die Tante von gerade eben. Na? Ah, die Steuerung ist in dem Spiel echt nicht gut gelungen. Was man auch sagen muss, das ist auch nicht so, Ich bin bereit. Sollen wir loslegen und über den Fall reden? Ich muss noch was erledigen. Wir reden später. In Ordnung? Nein. Okay. Kein Problem. Sagen Sie mir, wenn es Ihnen passt. Okay. Blake? Ich kann den Typ immer weniger ausstehen. Muss mich vor ihm in Acht nehmen. Herumgehen. Ich sehe mich mal im Revier um. Vertrete mir die Beine. Ich mach mal erstmal die ganzen, Gedanken. Ich verdurste. Nie ist ein Wasserspender in der Nähe, wenn man ihn braucht. Das interessiert mich weniger. Harry hält gerade die Pressekonferenz. Könnte interessant sein, reinzuschauen. Ich muss die Assistentin von Perry bitten, mir mein Büro zu zeigen. Ich muss unbedingt arbeiten. Gehen wir erstmal ins Büro. Schöne Uhr. Oh, das ist das Geschenk für unsere neuen Lieutenants. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell. Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Sie können gern was dazugeben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was. Okay. Sagen Sie Larry meinen Glückwunsch. Das mache ich sehr gerne. So, wo ist das Büro? Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro. Ja, natürlich. Kommen Sie. So, dann folgen wir der Alten mal. Ach, da scheint es ja schon zu sein. Sehr gut. Die Pressekonferenz wäre natürlich auch interessant, aber Arbeit geht vor. Das? Das ist mein Büro? Sie sollen hier erstmal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Ja, nett. Können wir mal die Tür zu hier? Geht ja gar nicht.
Ich kann so nicht arbeiten. Okay, Zeit zu arbeiten. So, setzen wir uns mal. Boah, ist das ranzig, ey. Boah. Sieht ja schlimmer aus als bei mir. So, jetzt aber setzen, ne? Ah, ne, erstmal dran schieben. Komm, 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 komm. Okay, dann arbeiten wir mal. Er will sich einfach nicht hinsetzen. Doch, jetzt möchte er. So, dann gucken wir mal, wie die Arbeit von ihm aussieht. So, holen wir mal die Brille raus. Schritt 1. Das Büro wechseln. Ja, legen wir mal los. Was wollen wir denn? Auswählen? Achso, das war so behindert, ne? Das so? Nee, war es nicht. Machen wir mal das hier. Achso. Ja, das wird wieder nervig, das kann ich euch schon mal sagen. Alter, sieht das geil aus. Sieht das geil aus. Ganz ehrlich, auch wenn das Spiel jetzt nicht mehr das Neueste ist, ich mag es. So, okay. Das behalten wir. So, gehen wir erstmal die Hinweise durch. Achso. Jo, öffne mal. Hä? Dankeschön. Hat irgendwie jetzt gerade nicht funktioniert. Jetzt gehen wir erstmal die Hinweise durch. Das müssen wir auch öfter im Spiel machen. So, erstmal analysieren. Jo, jo. Der Killer fährt wahrscheinlich einen 83er Chevrolet Malibu. Okay. Geoanalyse. Bringt uns erstmal noch nicht weiter. Okay. Gut. Dann gehen wir mal den nächsten Hinweis nach. So, da haben wir doch schon mal eine Orchidee. Mal gucken, was die dazu zu sagen hat. Eine verbreitete Art. Das hilft nicht viel. Auch da mache ich dennoch kurz eine Geoanalyse. Ja. Die Orchidee ist sehr verbreitet. Die gibt es in jedem Blumenladen. Gut, dann können wir den Fokus ja schon mal ein bisschen weiter eingrenzen. Aber das reicht noch nicht. Eine Origami-Figur. Habe ich mal versucht, ich kann es nicht. Keine Abdrücke oder Hinweise. Hilft nicht gerade viel. Auch da machen wir nochmal eine Geoanalyse. Nur ein Origami-Geschäft in der Stadt. Das könnte uns doch schon mal weiterbringen. Okay. Gut, mehr Hinweise haben wir erstmal nicht. Weg damit. Was haben wir denn noch zum Kontrollieren? Dann gehen wir mal in die Akten. So, okay. Hol sie raus. Ich mag das. Sehr geil gemacht. So, dann würde ich sagen, öffnen wir das erstmal. Oh, das meine ich, das ist wirklich nervig. Der Controller ist dafür nicht genau eingestellt, ganz ehrlich nicht. Und das ist doof. So. Dankeschön. 8 Opfer in den letzten 3 Jahren. Alles Jungen im Alter zwischen 9 und 13. Keine Anzeichen von Gewalt. Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach 3 bis 5 Tagen auf. Okay. Ertrunken. In Regenwasser. So, das heißt ja schon mal, dass das immer nur bei Regen passieren kann. So, dann analysieren wir das erstmal. Ob wir noch was dazu finden. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Okay, und Geoanalyse machen wir natürlich auch nochmal. Der Killer hat einen großen Aktionsradius. Er gewinnt schnell an Sicherheit und verlässt den Ausgangspunkt. Was das Geoprofiling nicht einfacher macht. Okay, ist also kein Anfänger. Da wissen wir ja schon mal Bescheid. So, dann haben wir so viel erstmal dazu, würde ich sagen, entfernen wir das erstmal. So.
Ach, scheiße. Und nochmal. Tut mir leid, Leute. Ich bin nicht so klug. Ich kann da nichts für. So. Wir haben jetzt nur die Opfer angeguckt. Ja, so, danke. So, jetzt gucke ich mal, dass ich nur Informationen habe. Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand, Orchidee auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als 6 Stunden tot. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Über 3500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtige verhört. Und keine einzige Spur. Okay. Dann machen wir jetzt nochmal eine Analyse. Ob wir da noch was rausfinden können. Ist natürlich interessant. Der Killer ist weiß. Zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ. Fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Und nochmal die Geoanalyse. Okay, das bringt uns noch nicht weiter. Alles klar. Gut. Tschüss. So, wir können jetzt aufhören. Wir gucken jetzt nochmal einmal auf die, in die Umgebung. Nee, das wollte ich nicht. Ah, jetzt habe ich wieder die Hinweise geöffnet. Tschüss. Weg damit. Gucken wir mal eben nochmal hier, was wir jetzt alles haben. Okay, wir haben den Radius noch nicht weiter eingeschränkt. Diese Umgebung kann ich... Ja, egal. Wir haben eh alles gemacht. Okay, haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Informationen. Sind zwar nicht viel weiter... Okay. Was ist hier los? Alter, mach jetzt keinen Scheiß. Schon wieder? Ich wasche mir lieber das Gesicht. Schnell, komm, komm. Raus hier. Raus. Ich muss etwas nehmen. Ich werde sonst ohnmächtig. Ist scheißegal. Du nimmst nichts, Kollege. Komm. Alles okay. Ich weiß, ich schaff das. Ich weiß, ich schaff das. Du schaffst das auch, Junge. Büro verlassen. Nicht diese scheiß Droge nehmen. Nicht diese verfickte scheiß Droge nehmen. Ist alles in Ordnung, Sir? Ja, ja, alles okay. Da ist die Toilette. Keiner. Keiner darf es sehen. Schnell, schnell, schnell. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Nicht so stark zittern. Komm. Schnell, 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 schnell. Rein da. Los, komm. Los, wasch dir dein Gesicht. Nimm nicht die Scheiße, Junge. Nimm nicht die Scheiße. Warum man diese Scheiße nicht nehmen soll? Dazu komme ich später. Auf jeden Fall ist es sehr story-beeinflussend. Das kann ich schon mal sagen. Okay, wer ist das? Ja, jetzt wissen wir Bescheid. Ziemlich flüssiger Übergang auf jeden Fall. Das ist Lieutenant Blake, Mr. Maas. Erzählen Sie ihm, was passiert ist. Es war heute Nachmittag. Ich ging in den Park mit meinem Sohn Sean. Wir haben ein wenig zusammen gespielt. Dann wollte er auf das Karussell, also setzte ich ihn auf eines der Holzpferde. Und als ich mich umdrehte, war Sean verschwunden. Um exakt wie viel Uhr waren Sie im Park? Überlegen Sie genau, Mr. Maas. Jedes Detail kann wichtig sein. Es war ungefähr... Jetzt muss man überlegen, wenn man falsch antwortet, dann, ja, das wäre jetzt nur für eine Trophäe. 16.45 Uhr. Ich bin mir nicht wirklich sicher. Was trug Ihr Sohn, als er verschwand? Er trug eine Jacke.
Braun, beige, nee, das war, glaube ich, braun. In braun. Und deine Hose. Ich habe keine Ahnung mal, welche Farbe die Hose hatte. Machen wir einfach mal schwarz. In schwarz. Wie konnte Sean verschwinden, ohne dass sie es merkten? Waren sie nicht bei ihm am Karussell? Keine Erinnerung. Ich denke mal, die Wahrheit ist, glaube ich, das Sinnvollste. Ich habe eine kleine Runde im Park gedreht. Nur ein paar Minuten. Als ich zurückkam, hatte das Karussell angehalten und Sean war weg. Sie waren mit ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Gewartet, Panik, gesucht. Ich war in der ganzen Nachbarschaft. Ich dachte, er könnte nicht weit sein. Hatte Sean möglicherweise Schwierigkeiten, Mr. Mars? Irgendeinen Grund, wegzulaufen? Nein. Nein? Nein, ich glaube nicht. Gab es Ärger in der Schule? Irgendwelche Probleme zwischen Ihnen und Ihrer Frau? Ja, auch nicht richtig. Ja, komm, machen wir mal ja. Meine Frau und ich leben seit einem halben Jahr getrennt. Aber Sean würde nie weggehen, ohne uns Bescheid zu sagen. Okay, das war's für den Moment. Sie können gehen, Mr. Mars. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir Sie brauchen. Glauben Sie, der Origami-Killer? Hören Sie, vermutlich ist Ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Und wenn es der Origami-Killer ist? Dann haben wir noch 4 Tage, um ihn lebend zu finden. Arschloch. Und damit endet dieser Part von Heavy Rain. Nach dem Gespräch der Frau, haben sorry. Sie was? Nein, noch nichts. Aber sie suchen die ganze Nacht. Glaubt man, dass es der Origami-Killer ist? Grace, das kann man noch nicht sagen. Aber es ist eine Möglichkeit. Was ist passiert, Ethan? Wie konntest du Sean verlieren? Du hättest ihn nie aus den Augen lassen sollen. Verdammt, ist es denn so schwer, auf ein Kind im Park aufzupassen? Warum hast du ihn allein gelassen? Warum? Hat Jason zu verlieren nicht gereicht? Das war hart. Entschuldige. Das wollte ich nicht sagen. Ich vermisse ihn so sehr. Ich vermisse ihn. Und damit sehen wir uns wirklich erst im nächsten Part wieder. Ciao, Leute, und bis zum nächsten Mal.